quick. Wow. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich El Hikaru und mich Gedi. Ja, zusammen gucken wir uns die Thai-Rapperin Millie an. Ihr habt schon in den Kommentaren geschrieben gehabt, dass sie ein neues Lied rausgebracht hat. Und ihr Debütsong war ja richtig krass. Die beiden haben es noch nicht angeschaut, also das ist deren erstes Mal. Mhm, habt ihr schon mal Thai-Pop angehört? Nein, ich denke nicht. Das wird dann euer erstes Mal sein. Und ja, die junge Dame ist 18 Jahre alt. Und schmeckt sehr gehypt anscheinend in Thailand. Ist auch in den Trends Nummer 1. Und das Lied heißt Sutpang. Ja, würde ich sagen, wir fangen auch an. Und ja, let's go. Okay, in der Sporthalle. Oh, voll wild. Ach krass, die sieht ja mega jung aus. Ist es? Die sieht echt so wie 14, 15. Ja, das ist auch erst. Hey. Also Outfit hat schon was. Also der Beat ist okay. Ist schon gut. Coole Haare. Wow. Hey. Diese Stimme. Also das ist cool. Die ist auch noch so jung, ey. Ich das immer sehr lustig. Aber coole Settings. Krass, ne? Auf jeden Fall haben so verschiedene Settings und ihre Outfits sind cool, ne? Also schon hübsch. Ich finde die, also sie singt ja, also das klingt so traditionell asiatisch, wie sie gerade singt. Genau, wie und es passt voll zum Setting gerade. Ja, ja, genau. Mhm. Fetter Boss. Ja. Sie kann ja sehr gut mit ihrer Stimme umgehen. Genau, das hat ja gerade mehreren Sprachen, glaube ich, Danke gesagt, oder? Echt? Ich glaube, der hat ja auch gesagt Arigato und Arigato ist japanisch. Genau. Danke. Ja. Glaube ich gar nicht mitbekommen. Also ich muss sagen, die Bewegung, also sie wirkt ja so eher 14, 15, ja. Aber die macht schon hier den Bang. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist die Jugend von heute halt, ne? Ja. Wild. So ist das eben. Wild. Ja, wild, young, young and free. Ja, genau. Young, wild and free. Wie schnell die rappen kann, so. Die ist richtig schnell und talentiert. Ja, die also, ist echt talentiert. Die hat echt drauf. Viele. Ja. Krass. Also, oha. Vor allem steht da auch Thailand Southern Dialect. Also Südthailand Dialect, ja, wahrscheinlich. Okay. Was sind das für Pillen? Kaugummi. Achso, Kaugummi. Was anders sein können. Wie schnell die ist. Let's work. Wow. Wow, wie die getwerkt hat. Das müssen wir. Das ist nicht jugendfrei. Das müssen wir noch. Ich weiß nicht. Ich will gerne wissen, wie alt die ist. Ich glaube, die safe keine 18. Aber ich glaube es nicht. Aber sie wirkt sehr erwachsen, finde ich. Ja. Voll der Soundchallenge irgendwie. So Pop, Rap, also Hip-Hop, Rap. Dann. Wow. Das ist krass. Traditionell ist auch ein bisschen dabei.
Ich ist da alles dabei. Ja, was sonst grob machen, macht sie mal Eingang. Shit. Was mir auch gefällt ist, oh, und sie ist echt hübsch. Mhm. Was mir auch gefällt ist, dass sie auch so, auch wenn sie rappt, dass sie auch so normal singen kann, dass sie auch so eine schöne Stimme hat. Nicht jeder Rapper kann ja auch singen, ne? Also, ist ja auch sein Ding. Krass. Also ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, die kann überhaupt nicht tanzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt hat sie gezeigt, dass sie auch tanzen kann. Weil am Anfang fand ich die Choreo irgendwie lame. Aber so in der Zeit wurde irgendwie alles nur dynamischer und besser. Aber sie kann sich auch gut bewegen, ne? Ja. Ist sie ihre allererste Single? Also sie ihr zweites jetzt. Zweites, okay. Krass. Bin ich eigentlich auf das andere auch gespannt. Was ist denn Jupp überhaupt? Ist wahrscheinlich das Entertainment, ne? Okay. Und Millie heißt sie? Genau, sie heißt Millie. Und wenn ich mich nicht täusche, ist sie 18. Also eine Zuschauer meinte, die wäre 18. Okay. Echt? Bei einem anderen, das war glaube ich im Februar raus. Und ich denke, sie ist immer noch 18. Mhm. Okay, alles auf also, Thai. Ach, wahrscheinlich 18, könnte aber auch schon 19 sein. Aber okay. Ich finde, sie wirkt irgendwie so wie 15. Ja? Also vom Aussehen her nur. Ja. Und dann so krass. Aber ja, ich wollte gerade sagen, diese war echt talented. Boah, dieses, also dieses Outfit gefällt mir so. Ja, auf jeden Fall. Cool. Genau. Und was war jetzt euer erster Eindruck von ihr? Nicht schlecht. Das ist echt gut. Das gibt einen Daumen nach oben. Ja? Von mir auch. Ja. Auf jeden Fall war es sehr gut. Falls ihr auch andere Thai-Lieder habt, die wir unbedingt abchecken müssen, schreibt es gerne in den Kommentaren. Würde mich sehr interessieren. Wir haben auch ein Video zu Thai-Pop gemacht. Auch abchecken. Das war dann unsere erste Reaction zu Millie. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, stay safe und bis zum nächsten Video. Tschüss.